So, hier befinden wir uns im nächsten Video. Heute. Ne, heute nicht. So, Freunde, Tag 2 in Ojamui. Mit den Jungs hier am Start. Wir sind gerade am Snacken. Haben sich gutes Katzenfleisch. Wink mal rüber. Ich bin nicht Eugene Krebs. Aber, Digga, hast du eine Ahnung, wie man diesen Krebs hier isst? Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Was sagst du, Mike? Kurzes Fazit: Die 6 Videos, wie sind die abgelaufen? Fazit. Schau dir mal ein Bild von dieser Frau aus, wo genau diesem Ideal entspricht, weil dann wirst du auch erstmal durch die Macht der Visualisation Macht der Cut. Ich bin ein Gewinner! Fertig. Nick, oberkörperfrei. Freunde, gebt euch mal den kleinen Racker hier, den ich gefunden habe. Bye, have a great time! Oh, Mikey, wie ist die Energy? Wie laufen Videos? Kurzes Fazit auf dem Weg. Dann haben wir gerade 2 Videos aufgenommen und der Ton hat Ja, ist auch schon mal letztes Mal passiert, dass ein paar Dinge passiert sind, wo ich mich ein bisschen aufgeregt habe am Anfang, aber es ist völlig okay, einfach geduldig zu bleiben, weiterzumachen. Aber wie ging das vorhin noch? Ich bin ein Gewinner! They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Aber ich bewahre einfach die Ruhe, ja. Ne, guck mal, was ich da entdeckt habe. Einen Junior. Alter, der guckt in die Cam, Digga. So, Freunde, wir gehen in die City, gucken sich das deutsche Spiel an. Michi, wer spielt heute? Deutschland gegen... Danke. So, Freunde, wir fahren jetzt doch nicht mehr in die City und gucken sich Fußball hier am Fernseher an. Mikey, der Techniker, ist am Start mit Nick. Technik. Alter, was ist das für ein Spaß, Digga? Was sagst du zu Niederlage von Deutschland? Ich habe nicht viel gesehen, aber schade. Mikey, was sagst du? Wie, die haben verloren. Ja. 3 Worte, wenn du es beschreiben könntest, das Spiel. War sehr schwach. War sehr schwach. Danke dir. Gut geschlafen. Ja, Freunde, so ist es. Immer gute Stimmung dabei. Di, 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 di. Di, 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 di. Di, 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 di. Ich bin Visualisation. Macht ihr diese Cut. Lieben wir. Freunde, gutes Essen bestellt. So, wie sie geht's ab. Nick, mal wieder. Muss ich mal an. Das gute Stück. Geil. So, wir sind leider etwas zu weit gegangen. Wir sind nämlich wieder back in Vienna. Was ist das für ein Spaß? So sieht das Ganze hier von außen aus. Unser dickes Ding. Ich meine nicht den Nick. Lieben wir. Wo hast denn du das Essen jetzt hergezaubert? Gib mir mal die falsche Adresse an. Das heißt, nächstes Mal vielleicht die richtige Adresse angeben. Freunde, jetzt ist es angekommen. Jetzt wird mal ordentlich gesnackt. Was ist das für ein Ding? Goldfisch. Freunde, mal rein. Mahlzeit. Fix. Was? Mahlzeit. Einmal Schmalzling in London. 3 Tipps. Wie werde ich so ein begehrenswerter Mann wie du? Tja. Schau mich an. Dass er ein Macher ist, dass er schaut, dass er weiterkommt. Hey Nick, schon wieder falsche Adresse? Bist du jemand, der richtig Essen bestellen kann, Digga? Hast du eigentlich Essen bekommen? Fazit? Fazit? E-Commerce, 100.000 Euro machen, aber Essen bestellen muss gelernt sein, oder? Kann man so dann abgeben. Was für Werkzeuge du in deiner Werkzeugkiste hast? Weil erst, wenn du den... Na, was will ich eigentlich sagen? Bei Technikfragen, Technikfragen. Wie wichtig ist euch die Größe bei Männern? Kommt auf die Technik an. Technik. Ich bin der Nick. So, Freunde, zu guter Letzt starten wir doch mal eine kleine Roomtour. Nick, komm mal mit. Kennzeichen ist auch am Start. Daybreak Villa. Ja, Schlüssel dafür eigentlich. Okay. Passt, also hier. Das ist Mikes Living Room. Er pennt dann meistens immer hier zwischen den beiden. Cut. Ja, Freunde, hier willkommen in der Villa! Jetzt, Freunde, also hier sind wir im Birken. Ich chill am meistens immer so hier. Wie Sie hier auf meiner linken Seite begutachten können, sitzt ein Walross. Ich weiß, der Mann nimmt die Cam. Es ist gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Es ist noch viel, viel schlimmer. Hier sind wir im Videokurs drin. Da seht ihr dann meistens auch mal die Ausschnitte im ganzen Video. Wenn wir mal den Spaß noch rausfilmen kurz. Ich muss euch sagen, echt heiße und warme Location hier. Luftfeuchtigkeit liegt bei 80-90%. Die Frauen hier sind sehr elegant und schön anzusehen. Hier ist eine davon. Willst du was sagen? Okay, ich würde sagen, dann schauen wir uns mal Mikes Zimmer an, oder? Ist zu. Ja, der bleibt nur. Ah, ich wusste, dass er bleibt. Hier fängt Mikey. Balkon. Nick, was sagst du eigentlich zu der Wohnung? 3 Worte. Was will ich eigentlich sagen? Nichts geiles Zimmer. Die beiden Jungs haben sich auf jeden Fall die Zimmer genommen mit der besten Aussicht, weil mein Zimmer hingegen hat die beschissenste Aussicht. Danke auf jeden Fall dafür. Digga, du hast auch dieses Shampoo. Was für ein Shampoo? Das Creme. Ah, ich habe auch dieses Shampoo. So, dann kommen wir auf jeden Fall mal zum beschissesten Zimmer. Ja, das ist
ist aber natürlich auch immer meckern auf hohem Niveau. Deswegen ist meine Aussicht, ist nicht nur im Gegenzug das hier. Das sieht man jetzt nicht. Ja, danke, ich weiß es. Schauen wir mal kurz runter zu Michael. So, noch ein paar abschließende Worte zum Vlog. Keine Zeit. Muss arbeiten. Lieben wir. Für heute mal ein etwas anderes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ein Like mit E, Abo mit O. Stay tuned, Freunde. Ich bin der SBZ. Ciao, ciao. Das hat weh getan. Oh. Ist ja ziemlich rot, oder? Ja, geht schon. Geht? Nicht so rot, oder? Ich sage jetzt extra ganz kurz mal gar nichts.